Mit der ersten Euro ATV Quad hat vom 25. bis 27. September 2015 Deutschlands einzige reine ATV- und Quad-Messe stattgefunden. Hallo, mein Name ist Dominik Deutsch von der Euro ATV Quad Event GmbH. Wir haben heute vom 25. bis zum Sonntag 27. hier die einzigste Messe des Themas Euro ATV, des Themas Quads und Side by Side dieses Jahr geschaffen. Und ich denke, wir sind hier in der Lokalität der Motorlof ganz toll aufgestellt, für dieses Thema neu an unsere Kunden heranzubringen. Im Mittelpunkt standen auf dem Motorloft-Gelände in Saarlouis neben ATVs und Quads denn auch Buggys, Side-by-Sides und UTVs sowie das Zubehör für diese Fahrzeuge und nicht zuletzt auch Fahrerbekleidung. Wir von der Firma VBB Tires präsentieren auf dieser Messe die Firma Maxxis sowie CST-Bereifung und natürlich dabei sind auch unsere Maxxis. Klar, mit den Maxxis Babes stand der Importeur aus Kiel freilich immer im Mittelpunkt auf der Euro ATV Quad 2015. Dabei war auch das, was die anderen Aussteller in Saarlouis aufgefahren hatten, nicht von schlechten Eltern. So fand sich auf dem Can-Am-Stand denn auch das topaktuelle Side-by-Side Maverick 1000R XDS Turbo. Und bei Yamaha die jüngst komplett überarbeitete 700er Grizzly. Wir hier vom Quadschwaben Schwab präsentieren uns hier auf der Messe, vertreten hauptsächlich die Can-Am-Fahrzeuge und auch die Yamaha und sind eigentlich ganz happy, dass wir die ganze komplette 2016er Linie schon den Kunden da zeigen können und sind eigentlich überrascht vom Interesse der Kundschaft. Wir von den Quad-Kameraden Oberpfalz aus Regensburg sind mit unseren Mitgliedern stark vertreten, mit Michi und Reinhard, und sind bei der ersten Quad- und ATV-Messe in Saarlouis dabei. Und was wir bis jetzt gesehen haben, ist alles wirklich top. Top organisiert, alles spitze. Mit dabei auch Kawasaki und das sowohl mit seiner 2016er ATV-Range als auch mit den UTVs der Mule-Baureihen. Willkommen bei Kawasaki auf dem Messestand auf der Euro ATV hier in Saarlouis. Wir präsentieren Ihnen hier die komplette Modellpalette aus unserem ATV-Programm und unter anderem die Bluefrost 750, die Sie auch auf den Probefahrten nur probefahren können. Großes Interesse an den 400er Sportquads von Adli. Ich grüße euch auf der Euro Quad und ATV Messe. Wir von Hercules Motor präsentieren euch die neuen Fahrzeuge von Adli und Citec. Das heißeste Straßenquad, das es jemals gab. Citec Quad Drift. Polaris wurde auf der Euro ATV Quad 2015 präsentiert vom Allgäuer Vertragshändler Hans-Jürgen Rausch, der die Gelegenheit in Saarlouis nutzte, auch gleich seine Rallye Racer zu präsentieren, mit der er die jüngste Rallye Polen klargemacht hat. Dass der Boss von Quadrausch kein Theoretiker ist, bewies Hans-Jürgen auch mit einer Vorführung seiner Fahrkünste auf dem BPG Shredder. Mit dabei hatte Hans-Jürgen Rausch außerdem ein E-Bike der Marke Polaris, das die Besucher der Euro ATV Quad 2015 ebenfalls mit Interesse begutachteten. Hallo, hier ist Hans-Jürgen Rausch von der Firma Quadrausch. Wir sind hier auf der Euro ATV und präsentieren am Polaris-Stand unseren RCR 1000, wo wir gar 24-Stunden-Rennen damit gefahren sind.
HiTicket zeigte seine brandneuen XR-Modelle. Wir von HiTicket präsentieren hier die nagelneuen 15er Modelle, die jetzt noch XR heißen und in Zukunft dann Altera heißen. Wir sind von Yamaha hier auf der Messe und freuen uns ganz besonders, dass wir unseren komplett neuen Grizzly 700 und auch den Kodiak 700 hier vorstellen können. Abgesehen von den Fahrzeugen gab es auch Bekleidung auf der ersten Euro ATV Quad und Quad Briel präsentierte sein Performance-Zubehör, insbesondere ITP-Felgen. Im Freigelände wurden neben Anhängern wie dem Quad Camping Trailer Desio von Knaus vor allem Buggys und Zubehör präsentiert. Und hungern musste hier auch niemand. Nicht zuletzt konnte man Adli Quads und Kawasaki ATVs auch Probe fahren auf der Euro ATV Quad 2015 in Saarlouis. Das freute nicht nur die Kleinen, nein, auch die Großen hatten mächtig Spaß dabei. Als größter Quad-Händler im Saarland ließ es sich Thomas Sackstäder nicht nehmen, seine gyroskopisch betriebenen Personal Transporter vorzuführen. Auch wenn mit CF Moto und TGB wichtige Hersteller fehlten, gab es viel Interessantes auf der ersten Euro ATV Quad in Saarlouis. Insgesamt also eine tolle Sache und so bleibt zu hoffen, dass auf der zweiten Euro ATV Quad mehr als 1600 Besucher erscheinen werden.